Herzlich willkommen zum lebendigen Advent 2020 in Liborius. Und nun wollen wir sehen, was sich hinter dem Türchen verbirgt. Moin, wie manche von euch wissen, habe ich eine Zeit lang in Mainz gelebt und ich liebe den Dialekt und Humor dort. Also bringe ich euch eine Geschichte mit aus dem Buch Mainzer Weihnacht von Rudi Henkel aus dem Leinpfad Verlag, dem ich herzlich für die Genehmigung danke. Und ich lese die Geschichte S Rauchfass in Action Reading Style. E Weihrauchfass kennt ganz gewiss jeder, der katholisch ist. Doch auch bestimmt dem Protestant ist so e Weihrauchfass bekannt. Mehr braucht's an hohe Feiertage, an Weihnachten ganz ohne Frage, weil es die Kirch in Nebel hüllt und mit des Himmels Duft erfüllt. Es geschah vor viele Jahr, und weil es Weihnachte grad war, wurd's wieder mal, wie sich's gebührt, e festlich Hochamt zelebriert. Dabei, des muss ich hier berichte, zog ein mit Kerzenlichte die Messdiener, die kleine Biddel, in ihre bunte Festtagskittel. Der hinne kam denn aufmarschiert, en größere, der mitgeführt, s Weihrauchfass, das ohne Frag, der zugehört an so Mittag. Geschwunge wird es her und hin, damit die Kohle inne drin stets bleibt in Glut, damit sich dann der Weihrauch ach entzünde kann. Und so ist jedem es erklärlich, dass es Rauchfass sehr gefährlich, denn wenn's in falsche Hände gerät, der Kittel schnell in Flamme steht. Dann ganz zum Schluss, man kann es ahne, eingerahmt von viele Fahne, erschien der Pfarrer fromm begleit von Diakone an der Seite. Die Orgel gab ihr Allerbestes zum Höhepunkt des Weihnachtsfestes. Zwar ging manche Tön daneben, aber so ist es im Dorf halt eben. Doch niemand hat es irritiert, als stille Nacht mehr intoniert. Bis dann der Zug am Hochaltar schließlich voll versammelt war. Es waren zumindest 30 Leut, die fähr des Hochamt nun bereit. Sie standen feierlich und stumm auf me große Teppich rum, den en Mäzen hätt einst gespendet und nur ganz selten wurd verwendet. Eins, zweimal nur im ganzen Jahr, weil er kostbar und teuer war. Dann fing sie an, die Weihnachtsmess. Doch halt, bevor ich es vergess, der Pfarrer stand zu jener Zeit noch mit dem Rügel zu den Leut. Und hinter ihm, im Rund des Chores, die Messdiener, der kleine Zores, in bunte Kittel, brav und stumm, sie kniete auf dem Teppich rum. Stolz stand ein Lagel in der Mitte, wart auf sein Einsatz, wie es sieht, und schwenkt es Rauchfass hi und her, als ob's ein Perpendikel wär. Es Weihrauch schiefsche in der Hand, stand neben ihm sein Assistent. Nur zu dem Zweck, um dann und wann Körner zu legen auf die Pann. Mer kann sagen, was mer will, ein Rauchfass ist fast wie ein Grill. Als Unterschied hat man erforscht, Weihrauch darf brenne, doch niemals erwascht. Es Hochamt zog sich in die Länge mit Gebete und mit Gesang. Mal aufstehe, mal auf die Knie, wie sie halt ist, die Liturgie. Bis dahin lief es schon wie immer, bei Chorgebete, Kerzeschimme, doch als die Mess war fast vorbei, fiel dem Schwenke Ebbes Ei. Langweilig war es dem großen Lagel, immer hi und her gewaggel. Wie wär's, wenn's Fest hier an der Kette ein bisschen Abwechslung mal hätt? Ich lass, dacht er des Räucherdippe an seiner Kette mal richtig hibbe. Des wär mal ein neuer Trick und schon hört man klick, klack, klick. Um den Vorgang zu erläutern, man zieht beim höchsten Punkt am Schleudern rockartig kurz am Haltering, dann macht's klick, klack und schon hibbt das Ding. Es geht noch besser, denkt der Lagge, und ohne allzu lang Gefaggel erhöht er die Geschwindigkeit. Das Unglück war jetzt nicht mehr weit. Vom Rauchfass spielt es Deckelsche, jetzt durch den Schwung Verreggelsche, wodurch die Kohl in hohem Bogen wie ein Komet davongeflogen.
Der Deire Debisch war ihr Ziel, als Landeplatz beim Klicklackspiel. Und kaum war sie gelandet am End, hat ach der Debisch schon gebrennt. Der Pfarrer, grad beim Schlussgebet, hat sich verwundert umgedreht und hat erschrocken registriert. Was hinter ihm ist grad passiert? Eine Wolke stieg auf, es hat gestunge. Der Zwische in der Feuerfunke, mehr auf dem Debisch Himmel sah, der lange der Verzweiflung nah. Jetzt nur keine Panik, dacht für sich der Organist am Orgeltisch und stimmt ein Lied zum Singen ein. Lasst uns froh und munter sein. Doch keiner wollte das Liedchen singen, niemand konnte den Ton rausbringen, weil das Entsetzen riesengroß, so ging ach das noch in der Hose. Der Küster sah zum Glück die Flamme, nahm auf die Stell seinen Mut zusammen, rennt kurzerhand zur Sakristei und holt einen Feuerlöscher bei. Wenn's draußen ach hat nicht geschneit, im Chor, da war's jetzt soweit. Der Debisch lag in Schnee gehüllt, ein wunderschönes Weihnachtsbild. Der Pfarrer wollte zum Schluss noch segne, Weihwasser sollt auf alle regne. Dazu braucht er es Raucherfass, ach, ein gute Säge braucht ach, ach. Doch mit dem Nebel war's jetzt nix, denn leer war Lackels Weihrauchbüchs. Und wer den Pfarrer hat betracht, der wusste, dass es bald jetzt kracht. Kaum waren sie in der Sakristei, der Pfarrer rief der Lackel bei. Du Biddelsäder, komm mal her, bei mir kriegst du Kehrauchfass mehr. Und merk dir ernst, was ich dir sage, die Koste muss dein Vater trage. Dann hat es fürchterlich geschallt, pff, als er dem Lägel geknallt. Als der daheim angekommen, hat ihn sein Vater vorgenommen. Es gab er richtig Prügelei, mit dem Weihnachtsfriede war's vorbei. Und wer mich jetzt fragt zum guten End, wer diesen Lägel hat gekennt, es interessiert euch sicherlich, der mit dem Rauchfass, das war ich. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt den Link und schickt ihn weiter. Und wenn es euch nicht gefallen hat, vielleicht auch. Die Geschmäcker sind ja verschieden. Und die Pizza, die ihr nicht mögt, die mag vielleicht der andere. Wir wünschen euch einen gesegneten Advent und ein friedvolles Weihnachten. Und bleibt gesund und behütet.